aufzulegen beim heutigen Spiel. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Es schneit, aber das Spiel wird trotzdem. Ja, aber diese Platzverhältnisse wollen Spielfrage nicht mehr herausfordernd sein. Aber das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. In die Partie gehen sie heute mit einer 4-4-2-Formation. So gehen es die Bayern also heute an. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Gonzalo Castro.
Sechser. Raphael. Damit steigen wir ein in die zweite Hälfte, die Bayern mit dem Anstoß. So, natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Götze. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Oh, das ist eine Latte. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Pass auf Robin. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Der Ball kommt gut. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung. Und jetzt der Schuss. Reus im Abseits. Super Aktion, gut geklärt. Reus zieht ab. Ja, die Bühne kann er grundsätzlich ja auch, das haben wir schon häufiger. Lahn. Und da sehen wir, mit wem es die Bayern bald zu tun bekommen, Buschi. Es geht gegen den 1. FC Köln im nächsten Bundesligaspiel. Und da müssen Sie sich wohl keine großen Sorgen machen. Und Raphael, jetzt Benatia. Und Alonso. Nun Arjen Robben. Chance lebt noch.
er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich.